In diesem Computer steckt eine Quadro-Grafikkarte von NVIDIA. Angeschlossen sind zwei Beamer und ein Bildschirm. Hier sieht man den ersten Beamer. Das ist die Leinwand, die hat das Format 3:1. 3,3 Meter breit und 1,1 Meter hoch. Hier sieht man nochmal den ersten Beamer und nebenan den zweiten. Damit man die Ausrichtung der Beamer automatisch machen kann, braucht es noch die Webcam. Ich habe jetzt den zweiten Beamer abdeckt und den ersten Beamer abdeckt. Die sind in der Mitte überlappend. Wenn man mit der Maus vom linken Beamer zum rechten Beamer überfährt, sieht man, dass der Mauszeiger plötzlich nochmal einen Gump nimmt. Hier sieht man jetzt nochmal die drei Anzeigen. Ich gehe jetzt in die NVIDIA Systemsteuerung rein. Und hier muss man festlegen, welche zwei Beamer das soll eben für die Panoramaprojektion verwendet werden. Wir sagen dort eben die zwei Beamer, Full HD Auflösung mit 60 Hz. Dann der erste Beamer soll das linke Bild sein und der zweite das rechte Bild. Die rechte Bildhälfte. So jetzt das konfigurieren. Jetzt ist es für das Windows ein riesiges Bild mit einer riesigen Auflösung. Aber es ist immer noch überlappend. Ihr seht, dass wenn ich nochmal mit der Maus überfahre, kumpelt die plötzlich auf den nächsten Beamer. Das Panoramabild soll ja eben das Format 3:1 haben. Ich will also 3-mal so breit wie hoch. Die Höhe ist 1080. 3-mal 1080 gibt 3240. Weil ein Beamer 1920 breit hat, gibt das dann schlussendlich eine Überlappung von 600 Pixel. Die Überlappung tue ich jetzt einstellen. Ich aktiviere jetzt noch den Bildschirm wieder. Aktivieren. Für das Windows ist es jetzt ein grosses Display. Wenn man mit der Maus überfährt, sieht man, dass sie nicht mehr gumpelt.
Man sieht das jetzt hier auch. Jetzt die Auflösung 3240x1080. Das Problem ist jetzt noch, dass es bei der Überlappung viel zu hell ist, weil dort das Licht von zwei Beamern fällt. Zudem ist es dort auch unscharf, wenn die Beamer nicht genau gleich ausgerichtet sind. Und für das kommt jetzt die Software zum Zug, die ich selber programmiert habe, das Panobeam. Als erstes löse ich jetzt aber das Licht ablöschen, dass die Kalibrierung geringer geht. Und jetzt die Software starten. Ich verbinde jetzt mit dieser Webcam verbinden und muss jetzt die Webcam so ausrichten, dass sie das Bild möglichst gross filmen und möglichst gerade. Ich gebe noch den Bereich an, wo sie das Bild erfassen soll. Jetzt ein weißes Bild. Dann gebe ich an, wie viele Kontrollpunkte. Ich wähle jetzt mal 10 auf 7 wählen, mit der Größe 80 und starte die Kalibrierung. Jetzt geht es einen Moment. Und dann zeige ich beide Beamer eine weiße Fläche. Sobald das so ist, kann ich OK drücken und dann tut die Webcam das Bild aufnehmen. Nachher wird auf dem linken Beamer ein weißes Bild projiziert und dann ein Muster. Und dann das gleiche mit dem rechten Beamer, zuerst weiss und dann das Muster. Und wenn das passiert ist, tut es die Kalibrierung berechnen. Es ist schon fertig. Jetzt ist sie in der Mitte scharf, weil sie jetzt genau ausgerichtet ist. Was immer noch ist, es ist noch zu hell, weil dort eben das Licht von beiden Beamern kommt. Jetzt muss man noch die beiden Beamer gegen den Rand raus abdunkeln. Das passiert hier im Menü Blending. Ich habe die Blendkurve schon eingestellt. Ich berechne jetzt die Überblendung. Und wenn das Bild wieder kommt, sollte es perfekt sein. Man sieht, dass sie jetzt in der Mitte nicht mehr hell ist. Was man auch kann, ist die Kalibrierung noch von Hand anpassen. Manchmal stimmt es nicht perfekt, je nachdem, wie gut das die Webcam das Zeug erfassen kann. Da kann man die einzelnen Punkte noch um so viele Pixel verschieben, wie es notwendig ist.